Das ist ein Krisenjahrzehnt, dass wir ganz viele Dinge, die wir als gegeben und konstant betrachtet haben, dass sie nicht mehr konstant sind, sondern wir sie neu angehen und rekonfigurieren müssen. Als Bundesrepublik hat Deutschland in den letzten 20 Jahren sozusagen drei große Wetten eingegangen. Die erste war, dass wir über die Globalisierung und insbesondere über chinesisches Wachstum unsere Exportindustrie befeuert haben und dass das ein Wachstumstreiber war. Die zweite große Pfeiler war, einen großen industriellen Sektor im Land zu haben, der sich mit relativ günstiger russischem Gas, russischer Energie über Wasser hält. Drittens, wir haben eine große Wette eingegangen, wenn wir uns unsere Verteidigungsausgaben angucken, beziehungsweise unsere Verteidigungsnichtausgaben, dass uns die USA mit ihrem Militär Sicherheit quasi zum Nulltarif geben. Und all diese drei Wetten sehen jetzt, oder diese drei Pfeiler sehen jetzt gerade weniger vielversprechend aus. Das chinesische Wachstum wird auf absehbare Zeit sehr viel schwächer sein. Die Globalisierung stottert. Das billige russische Gas ist weg. Und 2024 kann es gut sein, dass Trump zurückkommt und auch dieser Verteidigungsschirm nicht mehr der ist. Larik ist für mich jemand, der wirklich an vorderster Front eigentlich steht, um Globalisierung und die Herausforderungen aktuell anzugehen, weil er nämlich einerseits sich analytisch als Wirtschaftswissenschaftler diesen Fragen stellt, aber gleichzeitig auch sehr aktuell den Diskurs und den Kontakt mit der Politik und mit der Öffentlichkeit sucht und da auch bereit ist, durchaus eben diese alten Paradigmen anzusprechen. Und zu sagen, was müssen wir denn neu denken? Ich glaube, man hat sich lange gewehrt, darüber nachzudenken, das zu akzeptieren, dass wir auch diese Probleme haben, diese negativen Effekte von Globalisierung. Aber wenn man zu sehr in bestimmten Paradigmen gedacht hat, und es war klar, dass Freihandel positive Folgen hat, man war nicht bereit, darüber nachzudenken, was sind auch vielleicht negative Konsequenzen. Und auch man hat nicht gesehen, dass man über die negativen Konsequenzen nachdenken kann, ohne Globalisierung ad acta legen zu müssen. Darin stelle ich mir vor allem auch vor, dass das für die Wirtschaftspolitik heißt, dass wir offen damit umgehen, politische Interessen zu verfolgen. Und ich glaube, das ist gerade was, was wir in Europa noch viel lernen müssen. In den USA, glaube ich, ist man da schon oft weiter. In China ist man da weiter. Dass man sagt, wir nutzen unsere Wirtschaft auch für politische Interessen. Und das ist auch legitim, das zu tun. Solange das natürlich in einem bestimmten international regulierten Rahmen stattfindet. Aber darüber ehrlich zu sein und das auch wirklich zu machen, sehe ich schon als eine Notwendigkeit an. Ich denke, eine ganz wichtige Politik wird sein, dass wir den europäischen Binnenmarkt, der wirklich unser Resilienzraum ist, das ist unsere Versicherung, die wir haben, ja, unsere Hausratsversicherung sozusagen, dass wir den stärken. Da gibt es immer noch Dinge, da glaubt man im Jahr 2023 nicht, dass es so ist, aber es ist so. Sie können immer noch nicht mit einem Kredit einer deutschen Bank zum Beispiel eine Wohnung in Paris kaufen. Die Kapitalmarktunion und die Bankenunion sind überhaupt noch nicht so weit, wie wir sie gerne hätten. Und da müssen wir darauf dringen, dass dieser europäische Binnenmarkt sehr viel schneller, stärker liberalisiert wird und größer wird. Ein großes Problem in Europa ist definitiv, dass man ein großer Player ist, aber ein großer Player, der nicht weiß, was man eigentlich will. Wir neulich erst das... zwei europäische Vertreter in den USA waren und jeder sich einzeln, Schulz als auch von der Leyen mit Joe Biden getroffen hat, anstatt gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen. Und natürlich auch schon allein die verschiedenen, wenn wir jetzt nochmal mehr auf den wirtschaftlichen Blick nehmen, die großen Ungleichgewichte, die wir bereits innerhalb Europas sehen und die Probleme, die man selber
mit denen man selber zu tun hat und es auch nicht schafft, dabei eine gemeinsame Vision innerhalb Europas zu entwickeln. Die gute Nachricht für Deutschland, wenn man nach vorne guckt, ist, dass wir in vielen Bereichen so schlecht geworden sind, dass wir großes Potenzial haben, besser zu werden.